wird er einer der Stars sein. Vom Tag seines Schlüpfens an bis zu seinem ersten Flug haben zwei junge Filmemacher einen Steppenadler beobachtet und auch viel mit dem Falkner gesprochen, der sich um den jungen Adler kümmert. Entstanden ist ein wirklich beeindruckender Film für den Bielefelder Film- und Videowettbewerb, den wir vom WDR ja mit präsentiert haben. Und wir fanden die ganze Geschichte so toll, die Geschichte rund um den Adler, dass wir sie Ihnen unbedingt auch zeigen wollten. Dieses hilflose Küken soll ein Adler werden. Für den Falkner Benjamin Aschmann ist dieser Moment immer wieder faszinierend, obwohl er den manchmal etwas holprigen Start in ein Adlerleben schon häufig erlebt hat. Einigen Greifvögeln müssen wir beim Schlupf aus dem Ei helfen, da sie oftmals nach dem ersten Picken so geschwächt sind, dass das weitere Picken schwierig wird. Wenn wir das merken, helfen wir dem Vogel, indem wir das Ei ein bisschen öffnen und ihm den Start ins Leben etwas erleichtern. In der Natur sterben viele Adlerküken schon beim Schlüpfen an Erschöpfung. Zwei Wochen später. Der junge Steppenadler hat die gefährliche erste Lebensphase geschützt in der Adlerwarte Berlebeck überstanden. Ist ziemlich munter, aber immer noch namenlos. Falkner-Tradition. Einen Namen bekommt ein Greifvogel erst, wenn er selbstständig seine erste Beute gefangen hat. Aber das dauert noch. So, mein kleiner Freund. Ja, spannend, was du wiegst. Schön sitzen bleiben. Knapp 1800 Gramm. Boah, fehlt nicht mehr viel. In nur 90 Tagen wächst ein Steppenadler zum ausgewachsenen König der Lüfte heran. Im Vergleich zu den Adlereltern hat es der Falkner da ja noch recht bequem. Er muss das Fleisch für seinen dauerhungrigen Pflegling nicht selbst fangen. Anspruchsvoll ist der Kleine. Ständig frisches Grün braucht er als Polsterung. Ich schneide erstmal grob was ab und dann schneide ich das gleich klein vor Ort. Okay, dann wollen wir den mal den Horst neu machen, ne? Ja, schön stehen bleiben. Oh, steht sogar. Wie in der Natur baut der Falkner die Ersatzkinderstube in der Adlerwarte Berlebeck etwas uneben, damit der junge Adler viel balancieren muss. Das trainiert die Beinmuskulatur. Frischer Horst, mein Freund. Da kannst du es wieder gut drin aushalten. Schick, ne? Guck mal. Wenn alles gut geht, sollen Mensch und Vogel zu einem guten Team zusammenwachsen. Er hat gute Chancen, zum Star zu werden, bei der Flugschau auf der Adlerwarte. 40 Tage ist er jetzt alt, halbstark. Der letzte Kükenflaum weicht den Adlerfedern. Die meiste Zeit des Tages verbringt er jetzt auf dem felsigen Freigelände und gewöhnt sich schon einmal an die vielen neugierigen Blicke auf seine beeindruckenden Fänge und den markanten Adlerschnabel. Jetzt lösen sich auch langsam die Flugfedern aus den schützenden Hüllen. Nahezu ausgewachsen, mit 60 Tagen. Beim Sonnenbad präsentiert er seine Flügelspannweite von 1,70 Meter. Und das ist der Blick vom Adlerfelsen in die Landschaft, über die er schon bald schweben wird. Er könnte, aber er wartet lieber mit seinem ersten Flug und trainiert noch etwas die Flugmuskeln. Vorwegfliegen kann man als Falkner immer schlecht. Das Fliegen steckt in dem Vogel irgendwo drin. Das ist wie so ein Urinstinkt. Das kann er. Er trainiert da. Er muss sich halt nur irgendwann einfach selbst mal trauen, rauszufliegen. Will er aber offenbar noch nicht. Der Steppenadler bleibt lieber Fußgänger auf der Adlerwarte, hört die Falkner bei der Arbeit und sieht seinen Artgenossen zu. So richtig scheint ihn das noch nicht zu faszinieren. Die Schnürsenkel des Kameramanns sind deutlich interessanter. Ja, unser junger Steppenadler ist jetzt mittlerweile um die 90 Tage alt, also dürfte jetzt irgendwann seinen ersten Flug haben. Wir stellen ihn jetzt gleich wie jeden Tag vor die Tür, damit er sich an die Umgebung gewöhnen kann. Und naja, vielleicht ist sogar heute schon der Tag, wo er das erste Mal losfliegt. Das hat der Falkner in den letzten Tagen allerdings schon häufiger gedacht. Üben will der Adler, aber nicht fliegen, sondern jagen. Der Vogel trainiert sich jetzt selbst. Er lernt jetzt spielerisch das, was er nachher zum Töten der Natur braucht, um seine Beute zu fangen. Hoppla, was war das? Die Flügel tragen. Thank you.
Für den ersten Flug gar nicht so schlecht, aber jetzt will der junge Adler mehr. Noch etwas wackelig fliegt er über Berlebeck, aber Falkner Benny Aschmann ist mächtig stolz auf seinen Steppenadler. Die Landung geht sicher noch besser, aber für das erste Mal war das ein toller Flug. Jetzt ist sich der Falkner sicher. Der Adler und er, sie werden ein tolles Team, auch wenn der Adler noch einiges lernen muss, bevor er zum Star der Flugschau werden kann.